Jetzt geht das irgendwie. Ich weiß jetzt, wo ich drücken muss. Und ich habe keine Ahnung, ich habe das eben schon festgestellt, wo dieser Link herkommt. Ich bin der Meinung, ich habe das Spiel hier in dieser Konstellation noch nie gespielt. Aber gut, creepy shit. Wir machen jetzt einen neuen. Ich nenne ihn übrigens immer Link. Ich finde es total bescheuert, wenn er so heißt wie ich. Da ich erstens eine Frau bin und zweitens, ja, das passt einfach nicht. Das ist halt Link, den kann man nicht einfach anders nennen. Yes! Ich bin gespannt, ich habe dieses Spiel so lange nicht gespielt. In the land of Hyrule, there echoes a legend. A legend held dearly by the... So schnell kann ich das nicht lesen! A boy who, after battling evil and saving Hyrule, crept away from the land that had made him a legend. Done with the battles he once waged across time, he embarked on a journey, a secret and personal journey. A journey in search of a beloved and invaluable friend. A friend with whom he parted ways when he finally fulfilled his heroic destiny and took his place among legends. Voll schnell! So cool. Meine Rübe glänzt schon wieder. Oh, fiese Feen. Hehe, you two fairies did great. Soll ich das gleich auf Deutsch übersetzen oder soll ich es auf Englisch vorlesen? Ich glaube, ich übersetze es gleich. Ihr zwei den Feen habt das super gemacht. Ich frage mich, ob er irgendwas Gutes an sich hat. Dieser Typ. Sollte kein Problem sein. Da war ich ein bisschen spät. Oh, meine Ocarina. Oh, what a pretty... Was für eine schöne Ocarina. Hey, Sky Kid, lass es mich anfassen. Ich will sehen. Du kannst das nicht, Teil. Was würden wir machen, wenn du es runterfallen lassen würdest und es würde kaputt gehen? Das geht so nicht. Du kannst es nicht anfassen. Aber, Schwester, warum kann ich das nicht ausprobieren? Und er steht da und lacht. Nein, Epona! Gib sie mir wieder, du kleiner Schuft! Die Creepypasta waren fies. Aber ich finde auch, dass Majora's Mask eigentlich auch ein super fieser... Also, früher fand ich das super fies, das Spiel einfach. Weil es so düster und so... Nicht gruselig, aber es hat halt so eine bedrückende Atmosphäre immer gehabt, fand ich. Auch mit diesem scheiß Mond, der dann immer irgendwann... Wo du immer unter Zeitdruck stehst. Aber ich glaube, das war genau das, was ich an dem Spiel so charming fand. Was ich so toll fand früher. Ich muss jetzt gerade erstmal gucken. Ah! Das ist mein kleines Schwert. Ich muss mal den Ton auf meinen Ohren leiser machen. Ich schreie hier sonst rum wie so eine Verrückte. Ah, das kann ich noch nicht. So ein bisschen. Gott, er ist so winzig und das Schwertchen ist so winzig. Ja.
Ja, ja. Alter, das Ben Drown, stimmt, ich erinnere mich. Das war so fies. Als ich das erste Mal gesehen habe. Boah. Aber wie gesagt, Majora's Mask ist halt an sich irgendwie so ein Teil, der halt sehr bedrückend ist, finde ich. Und sehr beklemmend eigentlich. Also jetzt gerade kommt es mir nicht so vor, wenn man so diesen Abstand irgendwie hat. Aber, ich muss mal gucken, wie ich die Perspektive drehe. Das weiß ich nämlich nicht. Also das heißt, wo hier rein theoretisch Z ist. Jetzt habe ich irgendwas gemacht, das geht erstmal. Aber... Z, 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 Z! Das ist ja nicht Z. Das ist ja nur... Ich kann es auch benutzen. Aber so würde ich das im Normalfall nicht machen. Yay! Oh nein! Link stürzt ab. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich den N64-Controller angeschlossen kriege. Und mit dem PlayStation-Controller ist irgendwie komisch. Ich habe jetzt, das war so eine spontane Entscheidung. Ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, gerade wie ich damit spiele. Sondern ich wollte es einfach machen. Was ist mit diesem blöden Pferd von dir? Es hört nicht auf mein Wort. Es hört nicht auf irgendwas, was ich zu ihm sage. Ich übersetze das so ein bisschen freier. Sonst macht das nicht so viel Sinn. Es gibt keine Möglichkeit, ein Ding wie das zu reiten. Also habe ich den Gefallen getan und bin es losgeworden. Hehe. Ah, buhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte, ich habe ein bisschen Spaß mit dir. Ach, komm schon. Denkst du wirklich... Hey, so schnell kann ich das nicht lesen. Klapper, klapper, klapper. Ja, oh, Pixel-Link, ey. An der Seite, die Pixel da. Der arme Junge. Schade. Leichte Pixelprobleme. Nicht Pigmentierungsprobleme, sondern Pixelprobleme. Das ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit, wollte ich Ocarina of Time auf meinem N64 spielen. Und ich habe ja, also ich habe jetzt nicht den geilsten oder besten Fernseher. Aber es ist halt schon ein Flatscreen, ne? Und es sieht halt auf dem Flatscreen einfach echt scheiße aus. Also hier ist es jetzt echt noch angenehm. Ha! Das ist ein guter Look für dich. Du bleibst hier und siehst so aus. Firma. Oh, wird da noch vermobbt von einer Fee. Das ist ja unfassbar. Das ist krass. Es sind viele Sachen, an die ich mich so detailliert gar nicht mehr erinnern kann. Schwester! Weil das schon so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ist echt krass. Was? Was? Sky Kid? Warte für mich! Warte für mich! Warte auf mich! Ich bin immer noch hier! Tal, du kannst nicht abhauen ohne mich! Du! Wenn ich nicht mit dir zu tun gehabt hätte, dann hätte ich nicht, wäre ich nicht getrennt worden von meinem Bruder. Ist das Deutsch? Ja, das ist Deutsch. Also, sitz nicht einfach hier rum, Deku-Boy. Deku-Junge. Tu irgendwas. Warum guckst du mich so an? Ist da irgendwas in meinem Gesicht? Jetzt hörst du bitte auf, mich anzustarren und öffnest bitte einfach das Tor für mich. Bitte. Hallo, ich bin hilflos. Nein. Komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen fragt dich. Also beeil dich. Oh, Tal. Ich hoffe, dem Kind geht's gut. Auf sich allein gestellt. Mmh.
Was heißt denn, dass ich eher so ein Legend of Zelda Spieler bist oder warst? Natürlich. Das war damals der Bringer, als was rauskam. Meine Mama hatte das N64, das hatte ich natürlich nicht selber zu dem Zeitpunkt. Und hat, glaube ich, auch direkt Ocarina of Time dazu geschenkt bekommen damals. Naja, also ich weiß nicht. Super Mario und Zelda kann man, finde ich, nicht miteinander vergleichen. Also klar habe ich Mario auch gespielt. Vor allen Dingen auf dem N64, das war ja echt so... so vom Super Nintendo, der Sprung zum N64 war halt super krass. Also, fand ich halt beides geil, aber ich bin halt schon immer mehr so der RPG-Story-Typ gewesen und über Zelda geht einfach gar nichts. Also klar, Super Mario auch cool, aber das ist halt, ich bin nicht so der Jump'n'Run-Fan. Und das ist es ja irgendwo mehr. Ich renne irgendwo lang und springe unter Blöcke und springe auf Köpfe von Schildkröten und so ein Kram. Das ist halt, klar habe ich das auch gespielt. Ich nehme ja alles meistens irgendwie mit, aber mein Herz schlägt dann doch schon mehr für Zelda. Hey, warte auf mich! Lass mich nicht zurück! Dieses Zeug, da... Ach, dieses Zeug. Das, was vorhin passiert ist, das tut mir leid. Also, nimm mich mit dir. Du willst bestimmt was über das Skull Kid wissen, das gerade weggerannt ist, oder? Also, ich habe so eine Idee, wo er hingehen könnte, hingegangen sein könnte. Nimm ich mit dir und ich helfe dir. Okay? Deal? Bitte? Ist auch gar nicht nervig. Super! Also, ist das jetzt fest so? Also, ich bin jetzt dein Partner. Oder zumindest so lange, bis wir das Sky Kid gefunden haben. Mein Name ist Tattle. Tattle? Hieß ich schon immer. So, nett dich zu treffen. Oder was auch immer. Die ist super freundlich, ist unfassbar. Jetzt, wo wir das alles geklärt haben, können wir ja aufhören, hier rumzugammeln und uns weiter fortbewegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das so frei zu übersetzen, dass es auch einen Sinn hat. Wenn ich irgendwas herausfinde, kannst du nach oben drücken und ich sage dir hoffentlich, wie du die Situation managen kannst. Er ist total begeistert. Hey, Krex! Yay! Oh Gott, ich muss gerade mal gucken, ob das echt so klappt. Ansonsten muss ich gleich noch einen Controller holen. Oh, das war so cool. Ach Gott, ich liebe dieses Spiel. Huch. Und wieder runter. Yay. Ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Doch. Gerade so. Meine erste Kiste. Eine Dekunuss. Ja, das zweimal liegt aber einfach daran, weil ich vorher Final Fantasy 14 gestreamt hatte. Und irgendwie hat das niemanden so richtig interessiert. ich hatte gestern irgendwie schon mega Bock eigentlich, Zelda zu streamen. Und deswegen dachte ich mir jetzt einfach, ich mach das mal. Mal abgesehen davon bin ich einfach der Meinung, dass hier auf Twitch viel zu viele Leute die gleichen Spiele spielen. Und sowas ist doch auch mal schön, wenn man sowas mal sieht. Es ist echt faszinierend, dass ich, oh Gott, das wird doch nix. Komm schon! Hey du, come on! Komm schon! Drücke Z!